Ich mache jetzt auf die letzten Zentimeter schlapp. Sieht immer so aus. Captain Cormac hat das Steuer! Los, Segel setzen! Nein, nein, Captain Cormac ist das Steuer. Treibgut wartet auf Ab. Rahm- und Mastsegel fest schon! Ah, da gibt es eine Renovierung und einen Aussichtspunkt. Da halten wir mal. Denke ich. Kann ich behaupten, es ist auf dem Weg? Ja, in der Nähe von. Flup. Was ist mit dem Außenposten? Mach doch mal dein Zeug da weg. Den Außenposten einschleichen soll ich mich. Ja, wenn du meinst. Ja, ja. Mach mal das Gebäude ganz, wenn ich schon mal hier bin. Irgendwie habe ich es mir prächtiger vorgestellt. Aber egal. Und ich dachte, er macht einen ganz entspannten Sprung rüber übers Wasser. So kann man sich irren. Hey, wir haben es wieder mit Mimosenshade zu tun. Da kletter ich nicht rauf. Meine Suppe esse ich nicht. Was habe ich gesagt? Das wird passieren. Da ist ein Heuhaufen, ich springe los und er so, nö, warum? Oh, das ist ein Wikinger-Schwert. Oh, hier ist Geld. Gentlemen, darf ich mal? Wo genau ist die Truhe versteckt? Ich nehme an, hinter diesem... Ich verstehe. Es macht natürlich mehr Sinn, die Truhe hinterm Schuppen zu verstecken. Da sieht sie niemand. Ja. Yeah. Haut eine Kiste um eine Kiste. Ist ja wie in Minecraft hier. Wird genauso genial versteckt. Was kann es sein? Es ist ein glühender Stein. Fortunas Segen. Fortunas Segen ist es? Naja, wenn du meinst. Wie viele Wikinger-Schwerter haben wir eigentlich? 8 von 15. Das heißt, wir haben über die Hälfte. Wuhu! Yay! Naja, ich weiß, Waffenauswahl und so weiter. So, das hier ist jetzt also... Oh, da ist was drin, was ich haben will. Eigentlich sind die alle blöd, wenn sie so gut fortbauen. So, was brauchen wir denn jetzt hier? Der Außenposten ist leer. Ach so, weil ich davon gerannt bin, verstehe. So, dann kann ich den noch irgendwann anders machen. Ich dachte, wir können uns noch ein paar lustige kleine Dinge ins holen. Rohstoffe. Mann, ist das ein tiefer See. Der könnte glatt in Game of Thrones mitspielen. Wir nennen ihn Lake Jamie.
Früher hieß er mal Dracarys. Ja. Ich habe damals noch an die Serie geglaubt. Selbst beim See habe ich mir gedacht, okay, ist halt ein bisschen dumm, aber das wird schon noch gegen Ende. Aber nein, man muss ja alles übereilen und somit den größten Mumpitz seit Jahren abliefern. Ich könnte jetzt sagen, seit dem Ende von Lost, aber das fand ich nicht so dramatisch, also whatever. So geradeaus siegen sollte mich in die Richtung von führen, oder? Ja. Was für ein Wind, gerade aus der Großbergen! Halte mal kurz an, Mann. Ich muss mal kurz Geld von der Bank abheben. Ich scheine ganz schön voll zu sein. Fühlt sich viel besser an. Oh, warte mal, wenn ich schon mal hier unten bin und der Verbesserung hat. Das ist wahrscheinlich eine dumme Idee. Weil ich die Rohstoffe eigentlich zum Ausbauen von anderen Dingern brauche, aber... Breitseitenkanonen. Mir fehlt Metall und ein Bauplan. Mir fehlen also Metall und ein Bauplan. Oh. Rundkugelnstärke, ja, naja, Schwere Kugeln, ja, bitte. Einen Stauraum für Öl aufpumpen. Panzerung des Beibootes. Und das Lager für Harpunen. Sehr schön. Da können wir jetzt auch noch fischen gehen. Dafür steht auch alles bereit. So, hier fehlen haufenweise Baupläne, was kein Problem ist. Das kriegen wir mit der Zeit irgendwann hin. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nein, natürlich nicht, weil jetzt habe ich wieder keine Rohstoffe. Ist typisch, ne? Aber Geld ohne Ende. Lerne ich es, dass ich nicht einfach zu meinem Steuer komme, du Penner! Captain ist am Ruder! So, wo waren wir? Ich wollte gerade cool sein. Feuer! Kann mal jemand Segel setzen hier? Danke. Ui, ich habe ein bisschen Holz gut gemacht. Diese Generosität. Okay, ich muss so lange am Fort vorbeisegeln. Kriege ich hin. Ihr müsst nicht aufhören zu singen, nur weil der Captain von Bord geht. Da bekomme ich den Eindruck, ihr würdet nur für mich singen. Was denn, Nati? Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Weiß gar nicht, ob ich genug Zeug für dich habe. Ja, habe ich noch. Cool. Thank you.
War hier nicht irgendwo noch ein Aussichtspunkt? Wow, okay. Da hinten? Dein Ernst? Boah, gut, dann werde ich mal gucken, was mich auf dem Weg dahin alles zerfleischen will. In anderen Worten, nein, ich glaube nicht, dass das gut gehen kann. Schlimm, dass ich mittlerweile so eine Wasserphobie entwickelt habe. Dabei sind wir gar nicht im Nordatlantik. Das heißt, das Wasser ist gar nicht so tödlich. Wo bin ich hier? Das bringt nichts, wir müssen zur anderen Seite. Ist zwar fancy und schön und so, aber... Wie soll mir der Aussichtspunkt da hinten helfen? Vorne irgendwas zu erkennen. Die Musik ist wieder kurz vor Eye of the Tiger. Ja, das kann ja nur gut gehen. Okay. Wie komme ich darüber? Ohne drauf zu gehen. Eingeborenensäule erreichen. Aha. Die Brücke da vorne sieht mir doch echt nützlich aus. Nehme ich doch mal die. Also das Problem, wenn man nichts sieht. Weil der Aussichtspunkt am Arsch der Welt ist. What? Ist jetzt nicht so, als müsste ich Angst vor denen haben. There it is. Dann zeig mir mal die ganze Karte hier. Das ist ja ein etwas größerer Ort. Wahrscheinlich wird er noch storyrelevant. Denke ich mir irgendwie. Ach du Scheiße. Hier sind wir ausgestiegen und hier ist nichts los. Nichts los.
Hinten ein paar Kaninchen. Da eine Säule und ein paar Baupläne. Albern. Okay, ich habe das Gefühl, ich werde immer weiter im Kreis rumgetrieben und komme kein Stück näher zu dem Ort, zu dem ich eigentlich gerade will. Gut, aber wenn ich hier, wo denn dann? Das ist toll, ja. Hilft mir aber nicht. Wer legt sowas unterirdisch an? Warum komme ich nie dahin, wo ich will? Vor allem, wer versteckt hier hinten Baupläne für exzellentes brennendes Öl? Aber Axe? Egal. Aber geil sieht's aus. Da kannst du nichts gegen sagen, kannst du schon, solltest du aber nicht. Solange da irgendein Level-Designer noch Spaß beim Design des Levels hat, ist alles in Ordnung. Es wirkt jedenfalls nicht komplett lieblos, was schon eine Leistung ist, wenn man nur ein Jahr hat und nur an so einem Spiel zu arbeiten. Und überwiegend Assets von anderen Spielen hat. Das war eine blöde Seite. Die da hinten ist besser. So ist denn die Säule.
Gut, ich sehe es ein. Vermutlich da hinten. Ich habe nur gerade die Höhle nicht gesehen. Ja. Weiß gar nicht warum. Na, guck mal, ein Bärsi. Ein Ex-Bärsi. Oh, die hatten schon lange nicht mehr so eine Dinger, ne? That's looking quite good. But it could be better. That is better. Perfect. Yay, 2 von 7 Totems. Ach du Scheiße. Na, immerhin getroffen. Gut, wir hier jemals wieder die Lust haben, hier hinter zu latschen? Ich glaube nicht. Ich nehme das Fragment also lieber gleich mit. Oder auch nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie die sich das vorstellen, dass man da hochkommen soll. Ich meine, ich kann es probieren, aber... Wenn ich auf diesen Baum raufkomme, könnte es gehen. Wenn. Was ziemlich blöd ist, wenn er immer direkt an dem Baum vorbeispringt. Ey, komm, der Zentimeter, den hättest du wegmachen können eben. Nerv nicht, du blödes Kabel. Vielleicht muss man da oben von der Ecke kommen. Looking good, sir. And here we go. Gut. Und jetzt zum Ufer. Da gibt's ein Boot. Das nehme ich jetzt zum Schiff.
Warum ich da gerade so sorglos runtergesprungen bin? Die Vögel. Die Vögel sagen immer, wenn es soweit ist.